Wir begrüßen euch recht herzlich zum Oberligaspiel der Frauen TV Derding gegen den großen, legendären VfB Stuttgart. Ihr könnt hinter uns, seht ihr bereits, die Mädels arbeiten. Die mussten sich, das können wir gleich mal, bringen gleich mal, die Fakten hauen wir raus. Die Mädels haben sich auf dem Rasen aufgewärmt. Und jetzt stehen wir natürlich auf dem Kunstrasen. Ja. Und das ist mit dem Regen eine Glatteispiste, sage ich, würde ich dazu sagen, oder? Das ist ein völlig verrückter Kunstrasen. Also ich bin gespannt, was die Mädels nachher im Interview nach dem Spiel erzählen werden. Ja. Diese Kunstrasen, die Haare oder die Gräser, die sind ungefähr einen halben Zentimeter lang und völlig platt gedrückt. Also da bin ich gespannt, wie es hier nachher drauf sein wird. Hat mehr was von Hallenfußball. Hat echt mehr was von Hallenfußball. Ja, schönen Fußball, wie man sich bei dem Wetter gern auf dem Rasen vorstellen würde. Und Anpfiff. Ja, jetzt geht's los. Stuttgart von links nach rechts mit Rot-Weiß. Offensives Anspiel auch. Ne? Oh. Erstmal langer Ball raus. Jetzt kann Derning erstmal hinten rausspielen. Ah ja, hier mal, diese Haber ist ja immer gefährlich bei Standards, ne? Ja. Siehst du noch die Ecken? Man sieht hier leider nichts, ne? Zuschauer stehen davor. Aber Mann, die machst du nochmal. Ja, okay. Komm rein. Schau mal, jetzt sammeln sie alle am 16er. Und? Zweiter Pfosten. Ah, und rausgeköpft von Stuttgart. Aber direkt aufgepasst, kein Konter. Ah. Ja, auch danke an HSP an dieser Stelle, dass die uns diesen Stream ermöglichen, weil gerade ist auch so ein Spiel wie VfB Stuttgart gegen Derending, TV Derending, ist einfach schön sowas, dass man das halt auch überall sehen kann. Ist ja auch echt hochwertiger Fußball, wie man sieht. Wird nicht langweilig. So, jetzt mal gucken. Kann auch so ein Abtasten. Mhm. Ja, also HSP ist da echt ein super Partner, glaube ich, für alle großen Frauenvereine hier in der Region. Ach. Direkt ein Tor gemacht, das war sehr schön. Ich mich sehr gefreut für sie. Ah ja, das ist doch ein perfektes. Und hat uns einen Punkt gebracht. Und die Stuttgarterin passt auf, aber nutzt es nicht. Daneben. Oh, das war eine Chance für Stuttgart, aber die kam so unerhofft, dass sie gar nicht drauf eingestellt war vielleicht. Aber auch auf Stuttgart. Dadurch jetzt kommt Lene allein aufs Tor. Und jetzt die Nummer. Oh. Will ihn zur Grüni rüberspielen, Nina Grunwald jetzt am Ball. Und probiert's mal, aber abgeblockt. Er wurde auch richtig laut auf der Gegenseite. Gut unterbunden. Boah, pünktlich aber so. Abgepfiffen. Ganz angetan und meinte, wir müssen jetzt halt weitermachen. Und Anschiff zur zweiten Halbzeit. Also hat noch ein paar taktische Feinschliffe gegeben. Ja, genau. Ja. Weil es nicht immer so gepasst hat aus seiner Sicht. Und glauben Sie rein, der Ball kommt gut. Oh, ist noch heiß. Aber Stuttgart jetzt noch heiß. Zweiter Ball. Oh, Schiedsrichter sagt gar nichts. Ja, die lässt laufen. Lass uns dadurch in den Konter. Jetzt die Jill, die ist einfach schnell. Ja. Oh, das ist ja eiskalt ausgekontert. Das war ist halt einfach schnell 1A Konterfußball. Natürlich, man weiß nicht, ob es hier ein Foul war hier vorne. Das ist jetzt die Frage. Kann man geben, ne? Aber bringt ja nichts. Überbinden. Überbrücken, so. Überbrücken, ja. So, jetzt nochmal Distanzstoß. Oh. Der geht hoch und kommt er hier. Und Lene ist da! Lene! Ja! Da ist das die 1 Lene zu ist 1. da! Und Lisa freut sich. Geil. Oh, stark. Oh, herrlich. Wie beruhigt bist du gerade? Ja, mega. Aber in der Saison oder jetzt? Und jetzt Lene hat die Chance aufs Siegtor. Oh, da wollte sie einen Dropkick nehmen. Aber vielleicht der zweite. Oh, ist spannendes Spiel gerade. Madi hat die. Ah, aufgepasst. Nachspielzeit theoretisch, technisch abgelaufen. War gut, gerade mal wegen der Verletzung vielleicht. Oh, das wäre schon richtig. Ja, da ist es schade. Vorbei. Und danke noch Master J für das Like-Follow. Oh, da liegen sie am Boden. Ich glaube, Stuttgart wirkt enttäuscht. Sehr enttäuscht, ja. Ich glaube, sie haben jetzt so wie Molinaro gesagt, ich glaube, die haben die Hoffnung auf den Aufstieg ein Stück weit begraben. Ja, jetzt wird es auf jeden Fall richtig schwer. Was ist dein Fazit zum Spiel, Lisa? Ja, ich denke an sich ein ganz, ganz faires Unentschieden jetzt. Also Punkteteilung geht auf jeden Fall in Ordnung. War intensiv. Schade, dass es am Ende nicht zum Sieg gereicht hat, aber freut uns natürlich trotzdem. Den Punkt nehmen wir gerne mit. Auch den Ausgleich geschafft zu haben auf und eiskalt genau. Abgestaubt.